Hey Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Saints Row 2 und wir machen gleich anfangen mit der. Okay, wir können nicht gleich anfangen mit der nächsten Mission. Ja, scheiße war's. Anscheinend müssen wir wieder Aktivität machen. Ich habe auch keine Ahnung, wir haben letztes Mal vor viele Aktivitäten gemacht. Sind wir da wieder irgendwie flöten gegangen mit den ganzen Respektpunkten oder so? Weil ich habe irgendwie keinen Plan mehr. Okay. Mal, das haben wir schon mal gemacht. Dann rennen wäre eigentlich wieder nicht schlecht. Das ist Faustkampf, irgendwas mit Schlagen war das. Was haben wir da? Rennaktivität, ich schau mal, was das jetzt mal genau ist. Vielleicht haben wir das schon gemacht, vielleicht haben wir nicht gemacht, kein Plan. Ich habe von nichts mehr Plan anscheinend mehr. Wunderschön, oder? Wunderschön. Aber ich bin schwer, das haben wir schon gemacht. Soll ich aussteigen? Das haben wir schon gemacht. Oh, du blöde Sau, sollst hier starten. Geht doch. Ich bin schwer, das haben wir schon gemacht. Bin mir da sehr sicher. Machen wir es nochmal. Werden wir gleich sehen, ob wir das jetzt nochmal gemacht haben oder nicht. Yeah, Crash. Das ist super nice. Super. Oh, jo, geht's noch? Ich mach's wieder super geil. Ich. Oh, fuck, vergiss es doch. Vergiss es doch. So, zweite. Oh mein, das wird nichts. Leute, das wird nichts. Nö, das wird nichts. Dann müssen wir denn hier, ach egal, wenn das ist so gemacht. Warum mache ich das überhaupt noch? Ich glaube, ich habe es wirklich sicher, dass ich das schon mal gemacht habe und da wieder fail. Oh mein Gott. Das fängt ja wieder super an. Ich glaube, ich soll. Ach komm schon. Ich bin wirklich an Saints Row the Third gewöhnt, weil die Drifts halt übelst lange sind und hier nicht. Oh, fuck. Das ist ja wieder echt cool. Yeah, vor 4 Sekunden. 2, 1 und Gold nicht geschafft. Super cool. Ey, wir haben doch Respekt bekommen. Ha! Na. Also egal. Fange ich mal so richtig an, hier zu reden. Das andere war irgendwie so, ja. Ach, sag's doch. Halt's Maul, du Sack. Ich hab keinen Bock zu reden. Phase war das gerade. Und warum das denn so? Ja. Ich zwinge mich wieder Saints Row zu spielen, muss ich sagen. Ja, ist sehr scheiße. Ist nicht wirklich cool, macht auch nicht wirklich gerade riesen heftigen Bock, muss ich sagen. Deswegen werde ich auch nur eine Aufnahme machen und danach mache ich dann Saints Row the Third und Battlefield, ja, weiß ich ganz genau, habt ihr gesagt in einem Video, ich will Battlefield fertig bekommen, weil ich da wieder viel zu lange an diesem mickrigen kleinen Projekt arbeite oder dran bin, einfach so gesagt. Und wo ist denn da hier dieses Rennen nochmal gewesen? Ach, auf der anderen Seite. Ja, deswegen wird es hier nur eine Folge geben. Ich habe ja gestern noch geschrieben, also fragt sich halt gestern datumsmäßig, ja, so nicht anschauungsmäßig von euch. Aber gestern halt, wie geschrieben, ich werde Saints Row 2, Saints Row the Third und FIFA Street und Battlefield 3 hochladen. Oh, ihr blöden Pisser, ey, könnt ihr nicht gescheit fahren? Nee, könnt ihr nicht. Ist doch wieder super geil. Ich mit meinem Super. Das benutze ich wieder viel zu oft. Das war eine. Ich habe doch noch ein anderes Wort gehabt, also super. Warte. Ja, nicht mega, ich weiß. Nein! Ach Gott. Ach, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Wo bin ich hängen geblieben? Wegen den scheiß Pissern wieder. Die Deppen hätten sich gerade verfahren, oder? So, hast du geschenkt bekommen. Ist es jetzt da unten, ne? Ach, da entlang.
Ja, ich habe wieder so einen kleinen Aussetzer anscheinend, wenn ich mich wieder über Sachen aufrege, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe eigentlich. Ja, das Auslassen, das Ragen, das ist so krass. Da verliert man alles. Das Gedächtnis, Körperhaltung, den Stil, den Einfluss der Spiele, die Kommentare, die Dummheit und das Lustige auch. Das ist so hässlich. Aber wie ein Gold. Ja, wo ist mein Auto? Buggige Welt von Saints Row 2, ey. Ja, ich komme mal wieder auf den Punkt, wann war ich zuletzt drin geblieben? Ja, Battlefield 3 abgeschlossen. Werde ich machen. Nein, stimmt doch gar nicht. Ich habe ja gesagt, ja, werde ich hochladen. Die Saints Row 2 ein Teil, Saints Row The Third, FIFA Street 4 oder in Klammer 2012. Ich nenne es einfach mal 4. Kommt jeder mit klar. Und Saints Row, nicht sehen, Saints Row. Und Battlefield 3 natürlich werde ich dann hochladen. Weiß nicht ganz, ob ich das jetzt noch eingehalten habe, weil Saints Row 2 wird als erstes wieder erscheinen. Und dann Saints Row The Third und dann eventuell dann Battlefield 3, weil FIFA 4 habe ich schon ein paar hochgeladen. Ja. Werde ich mal schauen, wie das läuft. Und ob ihr das... Wo ist denn das jetzt? What the fuck? Ach so, da drüben. Ich denk so die ganze Zeit, wo ist denn das jetzt? Ja, weiß nicht, ob genau das einhalten kann. Nochmal zum Stichpunkt. Wegen den Teil zum Hochladen. Einfach gesagt. Ist es so. Ja, kein anderer Grund. Ich weiß gar nicht, beziehungsweise war ich den ganzen Tag lieb nett daheim, hab gechillt und so, erkennt die ganze Scheiße, null Bock-Phase, etwas, nein, null Bock nicht, aber, ja, bisschen gechillt natürlicherweise und, ich hätte den lieben langen Tag aufnehmen können, aber ich weiß nicht, warum ich das nicht getan habe. Keine Erklärung, es war einfach so. Weil ich habe keinen Bock gehabt zu reden, ich wollte einfach nur chillen und deswegen nehme ich jetzt erst auf, um, 19:25 Uhr gerade. Ja, 9:25 Uhr abends natürlich. Wäre ein bisschen unerdenklich, wenn es morgens wäre. Aber dass ihr mal wisst, wann ich so meine Aufnahmezeiten habe, wo ich den lieben langen Tag Zeit gehabt hätte und das nicht gemacht habe. Das wären mindestens 6 Folgen Saints Row gewesen. Saints Row 2 nochmal 6 Folgen. Saints Row The Third und vielleicht fast das halbe Battlefield fertig gehabt jetzt schon. Also nicht das halbe, aber fast wieder Ende Battlefield gewesen. FIFA, okay, das ist so ein bisschen komplizierter als alles andere. Ja. Deswegen, ich fange einfach mal so an. Das ist doch Blödsinn eigentlich. Aber wenn das hier halt nicht kommt so und sagt, ey, etwas häufiger Saints Row Parts ist klar. Die meisten Abonnenten sind halt Saints Row Fans. Aber du bist halt so bedenken, ich habe nicht immer Bock, Saints Row zu spielen und immer zu zocken und aufzunehmen. Das ist auch ein bisschen blöde. Ich möchte auch ein bisschen für mich so, weil wenn ich das nicht machen würde, dann hätte ich locker gesagt, irgendwann keinen Bock mehr aufzunehmen. Deswegen versuche ich immer so einen Mischmasch zu machen, halt ein bisschen für mich. Und das bisschen für mich kommt in letzter Zeit ein bisschen zu wenig dran. Ja. Aber ist jetzt egal. Wir machen jetzt einfach die nächste Mission und hab Spaß dabei und keine Ahnung, was noch alles möglich, was da gibt. Glad you can make it. You know, a nice robin egg blue would really spruce this place up. I was thinking more of an avocado. Ooh. Hey, can we, you know, talk about the lower dust already? Right. Sorry. That stuff is very sophisticated. I won't bore you with all the details like acetone and trichlorethane, but there is definitely some very good pot in there. As long as we can make this shit, it could have embalming fluid in it for all I care. Making it won't be a problem. I'll give the recipe to Shondi. Now all we gotta do is stop those fuckers from producing anymore. Well, seeing as they're turning out so much product, they'd need a... Oh my god, I'm an idiot. What's up? In college, I dated this guy who would sell for the Suns, and he mentioned that they used to grow all their shit on a farm off campus. And this is coming up for the first time, why? I forgot. You're right. You are an idiot. Hey! Thanks for your help, Laura.
Where are you going? I got a farm to burn down. We can't just charge into that place. You don't have to. What do you mean? Tobias is outside in the car. He's got a pilot's license. Why don't you just have him fly you over the farm? You gotta be kidding me. Does it look like I'm joking? Okay, wird bestimmt eine lustige Angelegenheit wieder. Ich den aber im Raketenwerfer. Just feels wrong. Look on the bright side. At least you and Laura get the corner to market. I never thought of it that way. Say, Laura and I's anniversary's coming up. You got any ideas? Knowing Laura, I'd say either a bacon pan or an automatic shotgun. Frage, warum haben wir solche Waffen überhaupt nicht? Ich will auch sowas. Normal für das Spiel, natürlich. Und Raketenwerfer ist hier gerade irgendwie nicht all-inclusive, würde ich sagen. Aber wir sind schon bei der Farm. Und geht rauf, geht rauf. Auf ihn. Yeah. Nein, nein, nicht nachladen. Ach, du bist blöde. Komm schon. Ah, nicht schon wieder. Komm, 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 komm. Komm schon. Okay, dann halt wieder von frisch. Da hinten. Kann ich nach... Nein, ich kann wieder nicht. Warum kann ich nicht selbst nachladen? Da verfehlt doch total alles. I really admire you. Komm, komm, komm. Ja, Gott, Mann, Bruder, Zeit. Auf ihn, noch eins. Drüben ist. Nö, ballern die auf ihr eigenes Ding. Okay, das war's anscheinend. Gehen wir wieder zurück. Ich hab keine Lust mehr. Ich habe überhaupt keinen Bock. Auf ihn. Wenn er spricht, runter. They're not gonna get very far. Fly me in close. Ach du Scheiße. Hallo? Ja, ich würde sagen, wenn nicht vielleicht wieder losfliegen wird es. Komm, 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 geh drauf. Ach, gibt's ja nicht. Auf ihn. Ah, das hängt mich gerade ein bisschen. Geht doch. Ah, das sind vier. Also jetzt noch drei, aber oh Gott, nein. Oh, das hätten wir niemals. So wie der fliegt, das geht nicht. Der im Pilotenschein, leck mich doch am Arsch. Ah, oh, ich krieg nicht mal den da vorne jetzt gerade. Komm auf hier. Ah, Mann, der Typ da ist so weit vorne. Die kriegen wir nicht mehr. Der Typ kann einfach auch nicht fliegen. Das ist Bullshit. Der Typ ist da hinten und der andere ist da irgendwo da auch da hinten. Da vorne und da hinten. Alles am Arsch der Welt. Ist ja geil. Den Dreckser krieg ich ja niemals. Komm. Good luck. Oh, fuck. Ah, Mann, endlich. Jetzt der letzte. Komm auf ihn. Vorher sich noch verpisst. Hallo? Jonathan? Keine Einladung. Nichts. Ich glaube, der hat keine Lust mehr. Ah, da kommt er schon. Finde ich nice von ihm. Folgt uns auf Schritt und Trip. Aber ich glaube noch.
wunderbar. Everybody, get out! Perhaps they did not understand you. What's up, guys? The Saints raised my farm. That's some shitty luck. A helicopter-mounted machine gun has nothing to do with luck. Well, how... Yo, can you cut that shit out? You're freaking me out. How did they find out about the farm? Why don't you tell me? I don't know what... Stop lying. Dude, I said I don't... And he said, stop lying. I'm telling you the truth, man. I don't know how they found out. Then you are not very useful, are you? I don't know how they found out, but I got some ideas. Enlighten me. I used to date this bitch, Shandi, and there's a chance, I mean, a small fucking chance, that I might have gotten stoned and told her about the farm. Where is this Shandi? Word is she rolls with the Saints now. Let him go. Veteran child, you will go kill this Shandi. If you fail to do this, Mr. Sunshine will burn you alive. Does this sound fair? Excellent. Let's be on our way. Autsch. So, Hemi jetzt auch mal geschafft, jo. $2000 Nachbarschaft hinzugefügt, Placed View. Ist das jetzt die, was ich denke, oder ist das jetzt die nicht, wo ich denke? Auf jeden Fall mein Helikopter, das macht uns jetzt einige Sachen einfacher. Und Tobi als Begleiter. Und wir haben jetzt nochmal einen Leibwächter frei. Also die Anpassungsfähigkeit Leibwächter. Da müssen wir auch mal da irgendwann mal vorbeischauen, wie das so aussieht. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Lass mir erstmal wieder ein bisschen mein Headset in Stimmung bringen. So, dass ich ein bisschen vor mich rumjammert und sagt, ey Alter, du bist so scheiße. Nee, das jetzt nicht, aber ist das ein Mann drin? Ich könnte schwören, das ist ein Mann gewesen. Das ist auch was gemeine Fresse. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir machen können. Weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit anscheinend. Und ich auch nicht so lange aufnehmen kann, weil ich ja noch was anderes aufnehmen muss, natürlicherweise. Das mit allen Leuten ein etwas bisschen, ja, ein bisschen von allem haben einfach. Und dieser Wasabi hier, der ist echt cool, finde ich. Weil, heißt Wasabi. Genau. Der hält da auch eine Menge aus anscheinend. Okay, was können wir jetzt als nächstes machen? Auf jeden Fall die nächsten Parts. Ich kann wirklich nochmal richtig fett angesprochen. Ich nehme nur wirklich jetzt nochmal auf, wenn ich auch richtig geduscht habe zu Saints Row. Weil sonst kriegt ihr halt so eine richtig schlechte Kommentarqualität und so ein Scheiß. Und das will wirklich keiner. Und ich will es erst recht nicht. Das kotzt mich jedes Mal aufs Derbste an. Aber egal, ich versuche mein Bestes hier rauszuziehen eigentlich. Das merkt man ja, aber dieses gefälschte, gut gelaunt zu sein, ist einfach nicht so der Hammer, finde ich. Ja. Kann man das noch ausnennen? Warte, hier. Bam. So geil finde ich das. So der Ass geil. Nein, so, wir fahren jetzt erstmal zum Unterschlupf und gucken mal, ob dieser Pfosten noch stehen bleibt. Genau. Nein. Wir gucken mal, ob wir was verändern können, ob sich das überhaupt so ein bisschen getan hat. Und alles mögliche. Die Bande anpassen, dann die Bandenautos anpassen, dann vielleicht noch ein bisschen da schauen und da ein bisschen rumschmuggeln. Rumschmutzeln, meine ich. Nicht rumschmuggeln, rumschmutzeln. Ach, die sind ja immer noch da, ehrlich. Mann, oh meine Meter.
So, das Bild ist, wir müssen immer noch zu Fuß runter. Und dieser Fahrstuhl braucht noch eine Weile, bis er freigeschalten wird. Ich glaube erstmal so ab die 55% Story weiterkommen ist, keine Ahnung. Passiert dann das erste? Ja. Tja, da haben wir es schon. So, sieh dir mal erstmal Bandenanpassungsstil. Da hätten wir einmal die 80s, Gangster, Leibwächter, Pre-Pop, sportlich und Zuhälter und Noten. Okay, ich mache eigentlich immer so dieser Pre-Pop, sportlich, Gangster-Style, aber in dem Fall würde ich 80s, Gangster, naja, Pre-Pop, naja. Ich nehme einfach immer sportlich, weil das so dieses typische Ding ist einfach und ja, mein Bandenmarkierungszeichen war immer und wird immer sein, das hier. Muss sein, es muss sein, ich weiß. Und Zaum, Zeichen meine ich. Bandenzeichen, der Küpper Tanz, nee, okay, muss jetzt nicht alles aussprechen, glaube ich mal. Gruß, guten Tag, hahaha. Number One. Ja. Es gibt da noch Schildes. Küsse. Na, na, na. Okay. Ich nehme einfach mal Wuff, Wuff, Wuff. Und, wie viel nehmen wir auf? 25? Ne, okay, nicht ganz. Stimmt ja nicht. Rechnen. 21 Minuten. Ah nein, ich habe was vergessen. Ich habe ja was vergessen. Nein, das fasst jetzt aber nicht. So, hier Fahrzeuge. Das machen wir ja noch. Bootleg. Nein, abbrechen. Chops War, Corpsen, Cosmos, Go, Herbert, Commodore, Norbert, Watcher, Simons. Ja, da kommen noch welche dazu, aber es dauert eine Weile. Ich nehme mal für das Anfangswagen ein Dania, dann nehme ich den hier und hat das Viertürer? Ja, ist Viertürer und ein Alltimer ist hier. Passt doch. Gut, dann würde ich auch sagen, war es jetzt wieder mit Let's Play Saints Row 2 natürlich. Und wir sehen uns dann natürlicherweise in der nächsten Folge von Saints Row 2. Und ich hoffe, die nächsten Videos werden halt natürlicherweise bessere Qualität geben und alle möglichen, wenn ihr mich natürlicherweise drängt und drauf tippt und alles mögliche und die Abos löscht natürlicherweise. Ja, Abos löschen, habe ich auch schon mal gekriegt, das ist ein paar gegangen, wo ich da vielleicht 2-3 Tage keine Views hochgelernt habe. Und gleich die Abos löschen, das ist echt krass, das muss ich sagen, hatte, das ist echt übelste Konsequenz, aber es bockt mich eigentlich gar nicht eigentlich. Das ist nur den hier Verlust und nicht mein Verlust. Ja. Okay, dann würde ich sagen, mach's jetzt wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Part von Saints Row 2.